Das Objektiv ist wichtiger als die Kamera. Das hört man ganz häufig. Und genau aus diesem Grund starten wir heute unsere neue YouTube-Serie zum Thema Objektive. In der neuen Serie geht es um Empfehlungen, Erfahrungsberichte, Einsatzgebiete und natürlich auch um Spezialobjektive. Wir starten ganz einfach und klären als erstes die wichtigsten Begriffe und Bezeichnungen. Die Profis unter euch werden natürlich die meisten Sachen, die ich heute im Video zeige, schon kennen. Keine Angst, wir erklären die Begriffe, die wir heute verwenden, auch in späteren Videos noch und es wird deutlich anspruchsvoller. Heute geht es aber um die Information, die auf dem Objektiv steht und wir starten mit der wichtigsten Angabe, mit der Brennweite. Ganz wichtig, bei Objektiven gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten von Objektiven. Zum einen Objektive mit einer Brennweite, also eine Festbrennweite, oder Objektive mit variabler Brennweite, sogenannte Zoom-Objektive. Und die Brennweite, die findest du jetzt auf deinem Objektiv. Und zwar steht sie entweder hier vorne oder auf der Seite oder hier parallel, je nachdem, welches Objektiv du nimmst. Und ich zeige dir das jetzt gerade mal bei unserem Kit-Objektiv für die Alpha 6000, da steht hier oben 16 bis 50. Und dieses 16 bis 50, das ist jetzt die Brennweite. Schauen wir uns noch bei einem anderen Objektiv an. Nehmen wir hier das neue 24 bis 105. Da steht einmal hier 24 bis 105 und auch hier vorne drin findest du die Angabe nochmal. Das waren jetzt beides Zoom-Objektive und als nächstes nehmen wir uns eine Festbrennweite vor. Da haben wir hier zum Beispiel das Nikon und da steht hier in der Mitte 50 mm. Bei dem Objektiv steht jetzt hier vorne nichts drin, aber es steht hier auf der Seite, von daher alles gut. Und wenn wir uns jetzt hier noch das Zeiss-Objektiv nehmen, da siehst du, hier steht 21 und hier oben vorne steht es auch nochmal drin, 21, das ist jetzt die Brennweite von dem Loxia-Objektiv. Die zweite wichtige Angabe auf dem Objektiv ist natürlich die Lichtstärke. Und auch hier gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen gibt es Objektive mit einer Lichtstärke, das sind die Festbrennweiten und in der Regel die hochwertigen Zoom-Objektive. Und es gibt Objektive mit einer variablen Lichtstärke bzw. einem Lichtstärkebereich. Und wir starten wieder mit dem 1650, weil das hat eben genau diesen Lichtstärkebereich. Hier vorne steht die Angabe drauf, da steht 3,5 bis 5,6 und genau das ist die Lichtstärke. Wenn wir jetzt ein anderes Objektiv nehmen, ich nehme jetzt mal hier das Sigma 16 bis 35 mm, das ist die Brennweite, das hat nur eine Angabe, nämlich 1,8, also eine Lichtstärke von 1,8, egal welchen Brennweitenbereich ich einstelle, ob ich 18 mm verwende oder eben 35 mm. Damit nicht genug, wir gucken uns die Festbrennweiten an. Hier vorne habe ich das TUIT stehen, das ist das 12 mm und das hat eine Lichtstärke von 2,8. Und ich habe natürlich auch noch was Besonderes mitgebracht, hier vorne liegt es, das ist das Vogtländer 50 mm Objektiv und das hat eine Lichtstärke von 1,1. Die Brennweite und die Lichtstärke findest du natürlich nicht nur bei modernen Objektiven, sondern auch bei alten Objektiven. Die stehen wirklich eigentlich auf jedem Objektiv drauf. Und ich zeige dir das einfach mal hier an dem Leica R-Objektiv. Das ist von 1966, das kann man über die Seriennummer übrigens rausfinden. Und das ist ein 50 mm 2.0 und die Angabe findest du hier auch schon. Es gibt aber noch weitere Angaben auf dem Objektiv. Hier selber aufgedruckt findest du jetzt zum Beispiel eine Angabe nicht, nämlich die Naheinstellgrenze. Aber dieses alte Objektiv hat ja noch einen Entfernungsring und hier kann ich dann sehen, oh, das Scharfstellen geht bis 0,5 Meter, also 50 Zentimeter. Das ist sogar noch ein bisschen weniger. Und so weiß ich, das ist der Bereich, ab dem ich scharf stellen kann. Bei den meisten Objektiven steht es übrigens drauf. Ja, wenn wir wieder das 1650 nehmen, hier steht zum Beispiel, wir haben 25 cm bei 16 mm und 30 cm bei 50 mm. Wenn wir uns das anschauen bei dem 24-105, da kann man es hier vorne finden, da steht 0,38 Meter, also 38 cm. So nah kann ich also an mein Objekt ran. Manchmal steht es übrigens auch hier unten und manchmal steht es hier vorne. Du musst also wirklich immer schauen, das hängt ein bisschen vom Objektiv und auch vom Hersteller ab. Neben der Naheinstellgrenze gibt es aber auch noch eine zweite wichtige Sache, die du überall findest und das ist das Filtergewinde. Die meisten Objektive haben ja ein Filtergewinde für Einschraubfilter und die Angabe ist eigentlich auch überall mit dabei. Du siehst hier bei dem TUIT
sind es zum Beispiel 67 mm oder nehmen wir mal das kleine Loxia hier vorne, da hast du 52 mm und so kannst du ganz einfach rausfinden, welcher Filter an dein Objektiv passt. Gerade bei den modernen Objektiven stehen aber noch viel mehr Informationen und viel mehr kryptische Zeichen auf dem Objektiv. Zum Beispiel ist bei vielen Spiegelreflexobjektiven der Motor angegeben. Ich zeige dir das mal hier an dem Canon-Objektiv, das ist ein 50 mm 1.8 und da steht dahinter STM, was für Stepper Technology Motor steht. Das heißt ein Objektiv, was sich zum Beispiel auch für Video relativ gut eignet. Bei Nikon steht hier vorne AFS. Und das bedeutet, dass dieses Objektiv einen Motor hat. Und so kannst du eben rausfinden, je nach Bezeichnung, je nach Hersteller, ist das Objektiv besonders schnell oder ist es für Video geeignet. Also eine nicht ganz unwichtige Angabe. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die besonders wichtig ist und die auch auf den Objektiven draufsteht. Und das ist, ob sie einen Bildstabilisator besitzen. Leider ist es hier so, dass jeder Hersteller eine andere Bezeichnung hat. Bei Canon ist es IS. Für Image Stabilizer, bei Nikon ist es VR für Vibration Reduction, bei Sony ist es OSS für Optical Steady Shot und dann haben wir bei Panasonic OIS, bei Olympus IS, bei Tamron VC für Vibration Compensation, bei Sigma OS. Also jeder Hersteller hat da so seine eigene Angabe, die ist trotzdem wichtig und auch die findest du auf dem Objektiv. So, ich hoffe, du kannst nun ein bisschen mehr mit den Infos auf deinem Objektiv anfangen. In den nächsten Videos in der Objektivserie werden wir uns natürlich mit der Lichtstärke, mit der Brennweite, mit dem Cropfaktor und allen anderen wichtigen Sachen befassen. Es wird aber auch Vergleiche zwischen verschiedenen Objektiven geben. Wir werden Interviews mit unseren Kollegen führen, was die gerne benutzen, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Und wenn du das Video bis jetzt geguckt hast, dann habe ich eine kleine Bitte. Teile es doch bitte auf deinen Social-Media-Plattformen, empfehle uns deinen Freunden und wir sehen uns im nächsten Video.